Hallo Freunde, heute würde ich ganz gerne mit euch den Ferex Akkudrehschlagschrauber in Aktion ausprobieren. Ich habe jetzt einmal das Auto ein bisschen hochgepumpt und jetzt können wir mal schauen, wie gut oder schlecht das Ganze funktioniert, wenn ich die Reifen abnehme und wenn ich sie auch wieder drauf mache. Los geht's, würde ich mal sagen. Ich werde jetzt auch gar nicht groß einmal in die richtige Richtung drehen. Das heißt, also ich schaue jetzt auf das Ferex-Zeichen, genau, und dann müssen wir das Ganze durchdrücken, dann dreht das Ganze auch gegen Uhrzeigersinn. Zack, raus. Zack, raus. Zack, raus. Zack, raus. Zack, raus. Ja, fantastisch, also so habe ich das bisher nur in der Werkstatt gesehen. Jetzt durfte ich das auch mal selbst ausprobieren. Das hat jetzt ein paar Sekunden gedauert und die Schrauben liegen schon unten. So, jetzt nehmen wir einmal den Reifen ab. Fertig. Okay. Vielleicht mache ich gleich den Winterreifen drauf und dann schauen wir mal, wie gut es wieder dran geht. So, bei den ersten, also den Reifen habe ich jetzt draufgesetzt. Bei den ersten werde ich noch mit den Knien ein bisschen gegenhalten. Und da sehen wir schon das Problem. Wir haben hier keine Verlängerung. Das heißt, ich muss erstmal eine Verlängerung besorgen. Das, was da ist, ist viel zu kurz. Ja, okay. Das heißt, wer Felgen hat, die etwas tiefer sind, wo die Schraube versenkt ist, der muss darauf achten, dass er sich erstmal eine Verlängerung besorgt. Ne? Konnte ich jetzt auch nicht ahnen, muss ich zugeben. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich so eine Verlängerung überhaupt da habe. Ja Freunde, trotz des schönen Gerätes und trotz dessen, dass sogar Nüsse mit dabei sind, bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als tatsächlich die Reifen mit dem Schraubkreuz wieder dran zu machen, denn so tief geht das Ganze nicht. Also die Alufelgen, die ich jetzt im Winter drauf habe, die gehen doch viel zu tief rein. Ich kriege die Schrauben nicht zu, da muss ich nochmal mit diesem Drehkreuz rein. Das heißt, ja, ich würde sagen, schlechte Vorarbeit, ne? Da hätte man sich vielleicht noch ein bisschen ja, schlauer machen sollen, wie auch immer, beziehungsweise auch vielleicht, naja gut, also habe ich nicht ausprobiert, ganz einfach. Deswegen auch die Vorwarnung an euch, wenn jemand ja so tiefe Felgen hat, dann muss er auf jeden Fall zusehen, dass er da nochmal eine Verlängerung mit an Bord hat. So, wir haben hier 12,7 mm beziehungsweise 1,5 Zoll Aufnahme, das heißt die Verlängerung müsste auch 1,5 Zoll sein. Ich denke, es würde reichen, wenn die 5 cm lang ist oder 50 mm. Das reicht, um alle, denke ich mal, Gegenschrauben tief genug einzuschrauben. Ja Freunde, von meiner Seite war es das. Viel mehr kann ich hier nicht sagen. Also das Abschrauben ist überhaupt da kein Problem. Hat man deutlich gesehen, zack, 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 ab. Und ich glaube, das Abschrauben ist meistens auch das Schwerste, nicht wieder dran schrauben. Dafür ist es gut, wenn man das Ganze richtig nutzen kann, und wer tiefe Felgen hat, der wird definitiv nicht drum herum kommen, da nochmal einkaufen zu gehen und sich nochmal so ein Verlängerungsstück, das man hier zwischensetzt, zu kaufen, damit man das Ganze auch wieder anschrauben kann. Ich werde das jetzt nicht, weil ich habe jetzt die ganzen Felgen und so weiter alle hier liegen. Das heißt, ich lasse das jetzt nicht liegen, ich bringe das auch nicht mehr ins Haus, ich mache das mit dem Kreuz wieder dran. Für alle anderen nochmal kurz die Vorwarnung, holt euch eine Verlängerung und dann könnt ihr loslegen. Ja, von meiner Seite war es das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke für eure Abos und Likes und falls euch das Video gefallen hat, naja, lasst mir einen Daumen hoch. Bis dahin. Eine Sache habe ich doch tatsächlich bei der Montage der Reifen vergessen und das möchte ich aber doch auf den Weg euch nochmal geben. Wenn ihr die Schrauben wieder reinschraubt, dann ist es ganz wichtig, dass man das Ganze über Kreuz auf jeden Fall festzieht. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Schraube festziehe, mache ich das als nächstes dann hier, als nächstes hier, dann da und dann da. Also jedes Mal über Kreuz, damit man das Ganze eben gegen die, also gegen die Bremsen zieht oder gegen die Aufnahme zieht, damit da kein, ja, Rütteln und so weiter, Wackeln entstehen kann. Und dass die Schrauben sich auch mit der Zeit nicht losschrauben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, mit welchen oder mit wie viel Kraft man das Ganze festzieht. Also in etwa 120 Newtonmeter.
Leider hat mein Bruder jetzt den Drehmomentschlüssel mitgenommen. Also muss ich mit dem Kreuz hier arbeiten. Schade eigentlich. Aber gut, ist jetzt so, kann man auch nicht ändern. Ja, wie gesagt, von meiner Seite da war es das. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ja, Freunde, vielleicht noch ein kurzes Update. Nach 10 Minuten sind alle vier Felgen gewechselt. Ja. Da ist die zweite. Und da ist die dritte. Und da ist die vierte. Fantastisch. Was mir aufgefallen ist, also selbst damit habe ich doch geschafft, das Ganze wieder reinzuschauen. Allerdings, indem man das Ganze ein Stück weiter hinten ansetzt und dann geht das mit 100 Newtonmeter, dann mit dem Kreuz nochmal nachgezogen. Fertig. Ging ja auch recht gut. Trotzdessen werde ich mir eine Verlängerung holen, die ist wichtig. Aber wie gesagt, 10 Minuten Reifen gewechselt. Super, top, hat mir sehr gut gefallen. Ja, von meiner Seite war es das. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.